Mitten im südchinesischen Meer liegt der Palawan-Graben, eine Unterwasserbergkette mit Canyons, in denen sich der Himalaya verstecken könnte. Schluchten, die nie ein Mensch oder eine Maschine erforscht haben. Im Laufe der Jahrhunderte sind in diesen Gewässern unzählige Schiffe gesunken. Ihr Verschwinden ist bis heute ein Rätsel geblieben. Wie ist es da draußen, Layla? Blödes Arschloch! Was soll die dumme Frage? Wir machen langsam Schwimm heute! Ich bezahle dir 2 Scheine am Tag, also heul hier nicht rum! Jetzt beweg endlich deinen faulen Hintern und hilf mir! Du gehst mir auf den Geist. Ich arbeite hier drin genauso hart wie du. Was denn jetzt? Arsch und Pentucci! Au, scheiße, Mann! Ich war immer noch blind. Was ist? Ich denke, du wolltest unser Radar reparieren. Ja doch, wenn du ihm gut zuredest, dann funktioniert's auch. Das soll wohl ein Witz sein. Das gesamte System hat gerade den Geist aufgegeben. Daran müssen deine negativen Schwingungen schuld sein. Klar, was sonst? Kaust du gerade drauf rum? Nein. Scheiße, so ein Sauwetter, da schickt man keinen Hund raus. Wo steht eigentlich geschrieben, dass ich immer die Drecksarbeit machen muss, ha? Warum gehst du nicht mal raus? Frische Luft würde dir gut tun. Ich liebe dich auch, Layla. Alles wieder okay. Na, spitze. Wir liegen doch in der Zeit, oder? Sie haben mich ja wohl nicht wegen meiner Umgangsform engagiert. Allerdings, das haben Sie Ihrem Ruf zu verdanken. Also, ich verlasse mich auf Sie. Wo sind wir? Irgendwo. Im Nirgendwo. Und wo ist unser Reiseziel? Noch tiefer im Nirgendwo. Genau da. Finnegan. Hab schon von Ihnen gehört, aber ich dachte, Sie wären älter. Ich bin wie ein guter Wein. Ich reife in Würde, danke. Also mir kommen Sie eher vor wie ein Fass Bier aus einer schmierigen Brauerei. Noch Fragen, Mr. Finnegan? Nein. Ich werde nicht dafür bezahlt, Fragen zu stellen. Also halte ich die Klappe und mache meinen Job. Verstehe, aber interessiert es Sie nicht, wo uns die Reise hinführt? Ich habe meine Prinzipien. Gibt's Kohle in Bar, ist mir der Rest egal. Ausgezeichnet. Wo zur Hölle fahren wir eigentlich hin? Thank you.
it's a shame. Ich setz noch mal auf Rot. Nee, das war auch für mein Einsatz. Bartender, bar and all. The band just played a favorite tune. And the party's just beginning. When Lady Luck walks into the room. Ladies und Gentlemen, Mesdames et Messieurs, wenn ich für einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte. Herzlich willkommen auch im Namen von Captain Atherton und seiner Crew zur Jungfernfahrt der Argonautica! Es gibt über hunderte von Bediensteten an Bord dieses prächtigen, wundervollen Schiffes mit nur einem einzigen Ziel: Ihre Träume wahr werden zu lassen. Und was mich betrifft, so hatte ich mein Leben lang nur einen einzigen Traum. Den luxuriösesten, gewaltigsten und selbstverständlich teuersten Vergnügungskreuzer aller Zeiten zu bauen. Und wenn ich Sie hier heute Abend so vor mir sehe, so schön, so elegant, so reich, dann wird mir klar, dass sich mein Traum erfüllt hat. Dafür, dass Sie dies möglich gemacht haben, danke ich Ihnen aus tiefstem Herzen. Auf die Argonautica! Auf den Spaß und das Vergnügen! Ihr amüsiert uns prächtig, nicht zu fassen, wie ruhig das Schiff läuft. Ja, es ist hypermodern. Es gibt nichts Vergleichbares. Selbst 12 Meter hohe Brecher würden Ihre Martini nicht zum Kräuseln bringen. Freut mich, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Ich hoffe, Sie amüsieren sich weiterhin. Danke sehr. Ja, tut mir leid. Non, non, excusez-moi. Tut mir wirklich leid. Au revoir. Das Foto. Bescheuerte Meer. Da fällt mir ein, dass ich Hunger habe. Du hast doch immer Hunger. Na und? Ich bin noch im Wachstum. Was? Du wächst noch? Ja, du kannst von Glück reden, dass ich noch nicht ausgewachsen bin. Und? Hast du was gelernt, Mamuli? Ja, dass ich bis zu meinem Tod mit einer Frau aus jedem Land der Erde geschlafen haben möchte. Meinst du richtige Länder oder Länder, die nur in deiner Fantasie existieren? Was soll denn das bedeuten? So wie T-Rays. Halt die Klappe, Berlin. Natürlich ist Australien ein Land. Australien ist eine Insel. Also genau genommen ist es ein Kontinent. Scheißegal, Mann. Wenn's da Frauen gibt, dann bin ich interessiert. Wenn ich dich in meinem Land erwische, knall ich dich ab. Hast du denen noch was anderes außer Weiber? Nein, nicht, dass ich wüsste. Man muss ihn schon abknallen, damit er schweigt. Ja, das stimmt. Ja. Hast du schon mal daran gedacht? Jeden Tag. Ganz cool, Jungs. Setzt euch wieder hin. Ja, geh wieder nach Australien. Mamuli, was soll das? Keine Fotos dabei? Scheiße. Wisst ihr, was ich jetzt essen möchte? Ein paar dicke, fette Schweinefüße, eingelegtes Affenhirn und ein dickes Elefantenei. Es muss platzen, wenn du reinbeißt. Yeah.
Das ist unsere ganze Bude. Starke Sache, das hat jetzt hört auf mit der Scheiße, ihr werdet nicht fürs Lachen bezahlt. Herr Tucci! Du bist doch wohl nicht etwa da, wo ich dich vermute! Hola. Unser Radar spielt noch verrückt, das kann ich fühlen und das ist ein ganz schön beschissenes Gefühl! Weißt du, wie viele nicht eingezeichnete Inseln es hier gibt? Keine Ahnung. Zwei? Du bist ja ein richtiger Spaßvogel! Ich warte nur drauf, dass wir mit dem Ding auf irgendeine verdammte Insel laufen! Ist das hier eine Talkshow? Ich brauche ein bisschen Ruhe! Oh mein Gott! Scheiße. Ich hasse das. Sie haben mich wohl nicht gerade in Ihr Herz geschlossen. Oh, damit hier! So, na, wen haben wir denn da, Freunde? Er hat in unserer Ladung rumspioniert. Wenn ich Ihnen irgendwie Ihre Reise angenehmer gestalten kann, dann sagen Sie es mir ruhig, okay? Blöder Spruch, wirklich! Ja. Nun sitz doch nicht so rum, tu irgendwas! Das ist doch wohl ein Witz! Das sind knallharte Jungs. Deswegen, ja. Nun hilf ihm schon. Ich hab die Absicht, noch ein bisschen zu leben. Feinigen! Der Vertrag ist eindeutig. Hin und zurück in 20 Stunden. Wenn ihr meinen Maschinisten totprügelt, dauert es wesentlich länger. Das geht im Prinzip klar. Überstunden werden ja doppelt bezahlt. Das Schwein hat in meiner Fracht rumgeschnüffelt. Na und? Er ist halt neugierig. Im Vertrag steht keine Fragen, klar? Hey, Freunde, ich würde sagen, wir werfen das kleine Arschloch über Bord. Ich bin für Totschlagen. Wir erschießen ihn erst und werfen ihn dann über Bord. Das könnt ihr euch sparen. Das ist keine Demokratie. Okay, ich wiederhole mich für die schwerhörigen Männer. Scheiße! Könnte übel werden. Vivo! Ist alles in Ordnung? Will noch irgendjemand schießen? Wir sollten mal ein bisschen frische Luft schnappen. Das hat mich ein Jahr meines Lebens gekostet. Security Keycard. Guten Abend, Captain.
Abend, Süße. Der Tresorraum wird geöffnet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du scheinst ein harter Brocken zu sein, sehr schön. Ganz nach meinem Geschmack. Guten Abend, Mademoiselle. Hallo. Auf frischer Tat ertappt. Was für ein unverschämtes Guten Ding. Guten Abend, Gentleman. Ich war im Begriff zu gehen. Oder vielleicht doch nicht. War eine gute Entscheidung. Flucht ist undenkbar. Das Festland ist etwa 600 Meilen entfernt, oder, Captain? Beinahe 800, Sir. Wir haben dieses sehr informative Fax erhalten. Oh, das Foto ist aber nicht sehr schmeichelhaft. Zeigen Sie mal. Sie werden gesucht wegen Diebstahl, Raubüberfall, wegen Betrugs. Oh, wegen versuchten Mordes. War mein Ex-Freund. Ah. Was ist? 6 Verhaftungen, 5 Verurteilungen, gesucht in 4 Ländern. Wie kriegt eine junge, reizende Frau wie Sie ein so unglaubliches Strafregister zusammen? Es war gewiss nicht leicht. Ich glaube, Sie beherrschen Ihren Job nicht besonders gut. Das ist nicht notwendig, ganz ruhig. Ich glaube, das ist meine Karte, danke. Ehe ich's vergesse, haben wir sowas wie eine Zelle auf dem Schiff. Haben wir, Sir, aber sie ist noch nicht fertig. Sie können doch eine Lady nicht einsperren. Stimmt, aber Sie, Mademoiselle, sind keine Lady. Hey, Sigrobian! Und Sie, Mr. Kenton, sind kein Gentleman. Die sind mindestens 4 Meter lang. Keine Nuklearwaffen, aber die Dinger haben genug Bums, um uns wegzublasen. Mach das nie wieder, sonst werde ich dich eigenhändig erschießen. Halt still, du Blödian. Ich hab's auch. Aua, das tut weh, ich kann nicht. Hey, können wir mal kurz rechts ranfahren? Hast du kein Novocain? Oh, na klar, mein kleiner Liebeskäfer, aber nur ein bisschen. Davon will ich eine höhere Dosis. Das kenn ich schon von dir. Hey, Tutsch. Wie viele Dinger liegen da? 8 oder 9, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall genug, um einen Flugzeugträger zu versenken. Na wunderbar. Ich hab Bomben in meinem Keller. Kann ja sein, dass ich falsch liege, aber vielleicht solltest du doch mal ein paar Fragen stellen, bevor du einen Job annimmst. Gibt's Kohle in Paris Terrestre, egal? Was ist denn das für eine beschissene Philosophie? Torpedos. Was wollen die Idioten nur mit Torpedos? Das hier ist die chinesische M1L, ein Maschinengewehr mit 3-fach Schuss, rotierendem Lauf, einer Kapazität von 1000 Runden, automatischer Kühlung und wasserdicht. Cheers, Baby. Was ist hier los? Statusreport! Unser Bildübertragungssystem ist zusammengebrochen und die Monitore spielen verrückt! Völlig unmöglich! Captain, unser Radar ist ebenfalls ausgefallen! Schalten Sie aufs Hilfstriebwerk um, Mr. Lewis! Checken Sie die Schaltkreise!
Keine Reaktion, Sir. Der Zentralcomputer ist abgestürzt. Die Kommunikationssysteme. Hinüber, alle außer Funktion. Sie vielleicht am Sturm, Sir. Völliger Unsinn. Das Schiff ist gegen jedes Wetter gefeit. Können wir noch senden? Unser Signal wird komplett umgeleitet. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das Equipment ist das Beste, was man auf dem Markt kriegt. Mr. Sie müssen das noch richtig bedienen. Wir befinden uns in einer gefährlichen Situation. Wir fahren ohne Radar und sind von der Außenwelt abgeschnitten. Wir können niemanden um Hilfe bitten und wir fahren blind. Ich habe hier was, Sir. Was ist es, Colin? Keine Ahnung, Sir, aber was es auch ist, es ist ziemlich groß. Wahrscheinlich ist es eine Walherde. Die sich mit 31 Knoten bewegt, Sir? Nein, das denke ich nicht. Von wo kommt es? Von unten, Sir. 160 Meter unter uns. Schnell steigen. Ungeheuer schnell. 150 Meter. 140. 130. 120. 110. 100 Meter. 90. 80. 70. 60. Was ist das? 50 Meter. Löcher in mein Boot zu schlagen. Ich habe Ihnen das nicht erlaubt. Das kostet extra, ist das klar? Was ist das, hä? Keine Ahnung. Okay. Sieht aus wie eine Art Abschussgerät für Torpedos. Hört sich gar nicht gut an. Ja, das riecht verdammt nach Ärger. Und, wie lange noch? Tut mir leid, es dauert noch ein bisschen, ehe wir da sind. Wo immer das auch sein mag. Was zum Teufel war das? Halt dich fest! Joey! Joey, was ist los? Haben wir Schäden? Ja, wir haben ein Loch im Bug, Steuerbord. Wassereinbruch? Ein bisschen, liegt knapp über der Wasseroberfläche. Der Generator scheint ausgefallen zu sein. Ich bekomme keinen Saft mehr. Verdammt, was ist das? Sieht aus, als würden wir Treibstoff verlieren. Okay, ich schalte runter. Heilige Scheiße. Was haben wir da gerammt? Schnee von gestern. Wir haben am Bug Steuerbord ein Loch in der Größe von Nebraska. Wie sieht's hier unten aus, Leute? Unser altes Mädchen hat direkt eins auf die Mütze bekommen. Was haben wir gerammt? Woher soll ich das wissen? Ich denke, das war ein Speedboot. Du spinnst wohl. Hey, wir sind ja am Arsch der Welt. Ein Boot so weit draußen, völlig unmöglich. Obwohl...
Scheiße, Mann, es funktioniert nicht. Die Maschine ist kurz davor, den Geist aufzugeben. Das Getriebe sieht übel aus und die Zylinderkopfdichtung hat's weggefetzt, glaube ich. Sieht aus, als ob wir Treibstoff verlieren. Ich gebe uns 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde und wir liegen fest. Wenigen tun Sie was. Wir haben einen Auftrag zu erledigen und zwar pünktlich. Was redet der da für eine Hühnerscheiße, Mann? Schnauze, Affenarsch. Du bist überflüssig. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon. Das scheint mein Schicksal zu sein. Hey, setzt eure Arsche in Bewegung. Irgendwas ist da draußen. Was denn? Lass mich mal sehen. Warte doch, tu nicht mal sehen. Ich will's sehen. Weg da. Oh, das ist ein Kreuzfahrtschiff. Vielleicht haben die ein bisschen Sprit übrig. Und ein paar Kleinigkeiten für unseren Maschinenraum. Aber sicher doch. Was soll denn das? Von hier an übernehmen wir. Schiff wie dieses hier hat ein halbes Dutzend Möglichkeiten, einen Notruf abzugeben. Jetzt nicht mehr. Pantucci, kriegst du das Ding wieder flott, hä? Wenn ich in den Maschinenraum des Kreuzers komme, dann kriege ich den Haufen Schrott vielleicht wieder hin. Das Ding wird nicht super laufen, aber es wird laufen. Alle Bomben in unserem Frachtraum sind jetzt scharf. Na schön, Finnegan und sein Maschinenfuzzi kommen mit. Augenblick mal, wir drei gehören zusammen. Von jetzt an gehören Sie verdammt nochmal zu mir. Billy? Ja, Chief? Mach die Torpedo-Startrampe klar und pass auf die Lady auf. Ei, ei, Chief. Lass mich auf das Luder aufpassen. Ich hab noch nie eine Koreanerin gefegelt. Hey, lass die Finger von meiner Freundin, du Witzbold. Soll ich mit dir anlegen? Hey, 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 nicht durchdrehen, Mann. Ich würde dich sowieso fertig machen. Hört auf mit der Scheiße, dafür ist keine Zeit. Wir haben was Wichtigeres zu tun. Fährt nicht. Warum verdammt nochmal? Keine Ahnung. Na schön, Gentlemen, ihr kennt den Ablauf. Okay, dann fangen wir an. Senova, das ist ein Vergnügungsdampfer. Sie brauchen ihre Kanonen nicht. Ja, aber wenn sie uns angreifen? Etwa mit Margaritas und Sonnenöl. Das reinste Chaos. Hier sollte mal jemand aufräumen. Wir müssen sie einschüchtern. Jedes Mittel ist berecht, auch brutale Gewalt. Sind eine Menge Passagiere auf dem Schiff. Yep. Die Hälfte von ihnen trägt Lippenstift. Pass auf, dass ich keine weiß. Alles klar. Macht irgendwie Spaß. Ist mal was anderes. Sie sind alle auf dem Hauptdeck. Wir nageln sie in der Spielbank fest und erledigen unseren Job. Ich höre... Wir sind im Tresor. Sechster Stock. Casino. Dritter Stock. Huck, ganz oben, ja. Na, dann wollen wir mal zur Party gehen. Bisschen leise für eine Party. Alles auf den Boden! Scheiße. Mann, hier hat aber jemand eine absolute Mordsparty gefeiert.
Mann, hier ist Blutscheiße. Hier bei mir auch, Mann. Das ganze Deck ist voller Blut. Ich habe ein verdammt schlechtes Gefühl bei der Sache. Vorsicht beim Ein- und Aussteigen. Die Türen schließen jetzt. Wo sind die verdammt nochmal? Booten fehlt keins. Ich möchte wissen, wo die stecken. Weiter! Niemand zu Hause. Sieht aus, als hätte hier schon jemand abgeräumt. Irgendwie gespenstisch. Da ist euch wohl schon jemand zuvor gekommen, Jungs. Die müssen doch irgendwo sein. Egal, wir räumen den Tresorraum aus und dann nichts wie weg. Ich habe zwar keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber wir haben einen Auftrag. Maschinenraum. Ist ganz unten, Hanover. T-Ray, Mumuli, nehmt Finnegan und den Maschinenfuzzi mit. Nehmt einen der Frachtaufzüge, nur die gehen bis ganz nach unten. Der Rest von euch kommt mit auf die Brücke. Alles klar. Ihr Mann hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Ja, aber er hatte nicht den Auftrag, das Schiff zu stoppen. Oder alle an Bord zu töten. Hey, es gibt keine Leichen. Es ist, als wären alle verschwunden. Sind Sie das?
Hey, nicht frech werden, ja? Ist nicht mein Boss. Eigentlich bin ich derjenige, der hier Befehle geben sollte. Wo sind denn die Passagiere? Hast du irgendjemanden gesehen? Nein, ich habe niemanden gesehen. Nur Idioten sind bei dem Sauwetter draußen. Dieser Art Schiffsrumpf kann eigentlich kein Wasser eindringen. Was wollen Sie damit sagen? Wenn hier kein Wasser eindringen kann, wieso sind meine Füße dann nass? Das ist ein Geisterschiff. Ich schlage vor, wir gehen. Wer von euch ist dafür? Halt die Klappe! Mann, das ist es. Die haben gedacht, sie gehen unter und haben das dämliche Schiff verlassen. Schwachköpfe. Oh mein Gott, er hat recht. Aber ja, ja, die sind über Bord gesprungen. Ich kann es geradezu hören, wie das letzte Arschloch sagt. Scheiße, wir haben was vergessen, die Rettungsboote. Jetzt müssen wir um unser Leben schwimmen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine verdammt große Klappe hast? Ja, die eine oder andere. Ich kann dich nicht leiden. Aber du kennst mich doch gar nicht. Hey, seht euch das an. Das sind meine zukünftigen Ex-Frauen. Mamouli, du verdammter Perversling. Jetzt hör auf mit deinem Schweinkram. Komm, wir müssen weiter. Oh Mann, was stinkt denn hier so? Wer hat denn von dir geredet? Mann, in dem Wasser friert man sich ja die Eier ab. Wer von euch Ladies möchte mich da ein bisschen wärmen? Hey! Hä? Zusammenbleiben! Sieh an, sieh an! Nur wegen seiner Waffe. Mamouli, behalt sie im Auge! Aha. Was hast du da? Eine Erdnuss. Eine Erdnuss? Eine Erdnuss! Okay, warum nicht? Scheiße! Wer ist da drin? Komm sofort da raus oder ich reiß dir den Arsch auf! Was machst du da?
Was ist das? T-Ray? T-Ray? Das wart ihr. Hm? Hey, was habt ihr gemacht? Nicht schießen! Was ist mit T-Ray? Was habt ihr mit ihm gemacht? Wir haben gar nichts gemacht. Fass es an und ich erschieß dich. Ganz ruhig, wir waren's nicht. Das ist ja ein Ding. Hier ist doch noch ein Passagier. Und was für eine? Entschuldigung, aber dieser Bereich ist nur für autorisiertes Personal. Als Assistentin des Zahlmeisters muss ich Sie melden, fürchte ich. Wo sind die Passagiere? Weiß nicht, vielleicht schlafen Sie. Sagen Sie mir, was hier passiert ist, oder ich muss Sie erschießen. Wer sind Sie? Ein paar Passagiere, nichts weiter. Ich heiße Trillian, und Sie? Danke. Sie machen mir die Arbeit angenehmer. Freut mich für Sie. Zum letzten Mal, was ist hier passiert? Und wo sind die anderen? Ich dachte, du bist mehr fürs Sprengen. Bin ich doch auch. Der Tresor wird geöffnet. Ja. Money, 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 money. Vivo! Nein, aufhören! Grundgütiger! Verdammter Mist! Komm schon, komm schon! Nein! Was zum Teufel läuft hier eigentlich? Ich glaube, das wollte ich nicht! Wirklich, das wollte ich nicht! Ich hatte keine Ahnung, dass Sie... Sie haben gerade einen meiner besten Männer getötet! Das wollte ich nicht! Ich dachte, Lauter. Ich meine, Sie wären einer von denen! Ich wäre... Es tut mir so leid! Es tut mir so leid! Einer von denen? Wovon reden Sie überhaupt? Einer von diesen Killern! Haben Sie die nicht gesehen? Was ist? Wir haben hier ein Problem! Sprich deutlich, Mamouli! Ich verstehe dich so schlecht, du bist ständig weg! Halt die Schnauze und hör zu! Ich glaube, T-Ray ist... Vergiss ihn! Wir müssen von hier weg! Irgendwas ist hier unten! Halt die Klappe! Halt deine verdammte dämliche Klappe! Hier unten ist keiner außer dir und mir. Schnell beeil dich! Was ist los? Mamouli! T-Ray! Sie sind überall, verstehen Sie? Sie sind überall! Wir müssen von diesem Schiff runter! Na schön! Wir sehen uns das mal an! Was ist mit dem Tresor? Der läuft uns nicht weg! Nimm Vivos Kanone mit, los! Was war das für eine Geschichte? Keine Ahnung, ich konnte nichts erkennen! Hast du die Teile mit? Wenn nicht, kriegen mich keine 10 Pferde zurück. Ist es auch nicht ich besser, Lady? Weg. Kommen Sie endlich zu sich! Jetzt. Also, wer sind Sie? Und wer sind Sie? Sie hat mir die Nase gebrochen. Ich demoliere Ihnen auch gern den Rest. Ihrer Visage fällt sowieso nicht auf. Was hat das zu bedeuten? Was ist das? Sag ich Ihnen doch. Da oben ist was.
Was? Sofort! Waffen weg! Waffen weg! Sofort! Wo sind Mamoli und T-Ray? Sie haben es nicht geschafft. Was ist passiert? Du warst das. Du hast sie umgebracht. Unsinn, irgendetwas ist auf diesem Geisterschiff. Ach, Bullshit. Das ist kein Bullshit, Mr. Hamilton. Auf diesem Schiff ist irgendwas. Sie scheinen sich zu kennen. Die Türen schließen. T-Ray war mein Freund. Ich mach dich fertig. Du hast ihn getötet. Du hast ihn getötet. Ich hab ihn bereits geantwortet. Hören Sie auf. Und Sie sagen mir jetzt, was passiert ist. Das Schiff ist verseucht. Die blutrünstigen Biester sind überall. Verseucht? Womit? Woher soll ich denn das wissen? Ich habe sowas noch niemals gesehen. Sie sind dran. Was habe ich Ihnen gesagt? Siebte Etage. Zweite Etage. Dritte Etage. Vierte Etage. Fünfte Etage. Sechste Etage. Was zur Hölle ist das? The Girl from Ipanema? Hey Jungs, ihr habt doch nichts dagegen, endlich auszusteigen, oder? Ist eine gute Idee. Ja. Was jetzt? Wo ist meine Muskelmieze? Na los, zeig dich!
komm zu Papa. Erst dachte ich, unser Schiff wäre auf einen Riff gelaufen, irgendwo gestrandet oder sowas. Es rührte sich gar nichts mehr. Dann waren sie plötzlich überall. Unter den Passagieren brach Panik aus. Es ging alles so schnell, wir hatten keine Zeit, etwas zu unternehmen. Wir konnten uns nicht mal in die Rettungsboote flüchten. Wir haben ein Problem. Ja. Niemand weiß von unseren Schwierigkeiten. Ja. Wir konnten keinen Notruf absetzen. Tja, dann, Kapitän, sollten wir vielleicht doch erst einmal Hilfe rufen, finden Sie nicht auch? Ja, Mann, rufen Sie die Marines. Ja, und zwar sofort. Begreifen Sie nicht, irgendwas hat das gesamte System lahmgelegt. Nicht irgendwas. Irgendjemand. Wer sind Sie? Ich bin Simon Kempton, der Eigentümer des Schiffes. Hannover hatte einen Verbindungsmann an Bord. Das Kommunikationssystem ist durch ihn lahmgelegt worden. Sie beide scheinen sich zu kennen. Sie waren es. Was? Sehr clever, Mr. Finnegan. Ist das wahr, Kempton? Wie kriegen wir es wieder hin? Ich habe gefragt, wie kriegen wir es wieder hin? Scheißkerl. Hast du nicht gehört, was der Mann hier fragt? Dann antworte ihm! Wir können keinen Notruf senden. Ich habe im Zentralcomputer einen Crash verursacht. Um Himmels Willen, Mann, wieso? Verdammt! Ich habe gedacht, das wäre ihr Lebenswerk. Wie viel ist dieses Schiff wert? Ein paar hundert Millionen? 487,6 Millionen Dollar. Der Versicherungsschaden. Dafür also die Torpedos. Erst wollten sie das Schiff plündern und dann für die Versicherung versenken. Ich habe mein Vermögen, ja mein Leben in den Bau dieses Schiffes investiert. Ich habe keine Lust, es durch einen Haufen kleinmütiger Banker zu verlieren. Wovon reden Sie da, Sie habgieriger Schweinehund? Das Schiff war von oben bis unten ausgebucht. Ich weiß, Captain, aber das Problem ist, dass die Kosten für den Betrieb dieses Schiffes verdammt viel höher sind als die gesamten Einnahmen. Das heißt, wir müssen sterben, weil Sie bei der Kalkulation versagt haben? Ich habe einfach den Markt falsch eingeschätzt. Was ist mit den Passagieren? Waren die versichert? Ich bin ein Schlitzohr, aber ich bin doch kein Monster. Die Passagiere, die Crew und ich hätten uns auf den Rettungsbooten in Sicherheit bringen können. Reißen Sie Ihren Mund nicht so weit auf, Mr. Finnegan. Ich weiß alles über Sie. Sie miserabler, verabscheuungswürdiger Schweinehund! Ist dir klar, wie viele Menschen Sie auf die gerissen haben? Aufhören! Ich brüll Ihr krankes Gehirn aus dem Schädel! Es sollte niemand sich kommen. Was denn? Gefällt mir. Oh Gott, das ist Billy! Sie wollen wohl, dass ich einen Herzinfarkt kriege, was? Was sind das für Viecher? Ziemlich unfreundliche. Sie
Sie haben also ein Boot, das da draußen wartet? Ja. Okay, ich schlage Ihnen einen Handel vor. Sie bringen mich auf Ihr Boot und... Ich kriege alles von Ihnen, was ich möchte? Ja, was immer Sie wollen. Haben Sie vielleicht ein kaltes Bier? Scherzkeks. Was? Das kann man wohl sagen. Bringen Sie mich lebend von dem Schiff und wir sind quitt. Okay? Okay. Stehen Sie für gewöhnlich zu Ihrem Wort? Für gewöhnlich, ja. Langsam fürchte ich, dass wir es hier mit einer Art Verwandte der Familie der Archaea Otoya zu tun haben. Ach, die Fleischfresser. Und ich habe schon gedacht, ich müsste mir Sorgen machen. In 1200 Metern Tiefe sind die Otoya ungefähr so lang wie ein Bleistift. Wobei ihr Körper etwa so dick wie ein Golfball ist. Aber in 6000 Metern Tiefe hat man Exemplare gefunden, die ausgewachsene Haie fressen. In 10.000 Metern Tiefe. Bitte rechnen Sie selbst. Das hört sich nicht gut an. Dann haben wir es also mit mutierten Goldfischen zu tun? Scheißegal, was sie sind. Sagen Sie uns nur, wie wir sie umbringen können. Die Otoya sind ziemlich clever. Sie vergraben sich und fangen ihre Opfer mit ihren stacheligen Tentakeln. Und dann zermalmen sie sie mit ihren kräftigen Kiefern. Ach ja, und dann fressen sie sie. Nein, sie lutschen sie aus. Bei lebendigem Leibe... saugen Sie ihnen sämtliche Körperflüssigkeiten aus, bevor Sie Ihre Knochen wieder ausspucken. Na schön, das war's. Der Unterricht ist vorbei. Wir verfahren folgendermaßen. Hey! Noch gebe ich hier die Anweisung klar, Mister? Geben Sie Anweisungen, so viel Sie wollen. Ich gehe zurück auf mein Boot und verschwinde von hier. Rate mal, wer noch? Darf ich mich anschließen? Liebend gern. Jetzt. Am Ende dieses Ganges müsste es eine Treppe an der Backbordseite geben, die uns zu den oberen Decks... Steuerbord. Ich habe die Konstruktionsunterlagen des Schiffs bei mir. Was glauben Sie, von wem Sie die haben? Ich sag euch was. Also noch schlimmer geht's nicht. Danke, Joey. Thank you.
Dieser Song ist ein Ohrwurm, entschuldigt. Die haben ein Loch in den Rumpf gerissen. So sind sie reingekommen. Die Kraft dieser Viecher ist furchteinflößend. Sie scheinen zutiefst beeindruckt. Scheiße! Durch die Tür kommen wir nicht raus. Sie hat sich völlig im Rahmen verklemmt. Aber wir sollten nicht denselben Weg wieder zurückgehen, finde ich. Okay, Kenton, das ist Ihr Schiff. Irgendeine Idee? Es gibt noch mehr Treppen und Luken auf der anderen Seite der Wand. Das bedeutet, wir müssen durchs Wasser. Er hat recht. Wie weit? Ungefähr 20 Meter. Irgendjemand muss da runter und es überprüfen. Ich warte freiwillig hier. Ich warte auch. Das ist nichts für mich. Gut, ich gehe. Aber Sie kommen mit mir mit. Viel Glück. Und was ist daran so witzig, hm? Wenn wir es geschafft haben, schieße ich zweimal. Das bedeutet, ihr könnt sicher durchschwimmen, okay? Okay. Hey, das ist meine. Geben wir der Lady eine richtige Waffe, nicht so ein Spielzeug. Sie wissen, wie das geht? Ja, wenn was auf mich zukommt, muss ich den Abzug drücken, bis es wieder weggeht. Seien Sie vorsichtig, es hat einen verdammten Rückstoß. Nur keine Angst. Ich weiß nicht, ob wir durchkommen. Ich glaube, du nimmst besser die Ersatzteile mit. Man könnte sagen, in dem Tag heute ist der Wurm drin. So lange. Also, ich will ja nicht wie ein Weichei klingen. Aber die ganze Scheiße steht mir bis oben hin. Kann man einfach so Asthma kriegen? Oder ist es angeboren? Ich meine.
Zu sehen, Touch. Wo ist Mason? Ihn hat's erwischt. Oh, Scheiße! Nicht Mason! Das ist doch ein böser Traum! Das hier passiert doch nicht wirklich! Wer ist der Nächste? Und wie geht's jetzt weiter? Da sind ein paar Aufzüge, den Gang runter. Scheiß auf die Aufzüge! Ja, ich schick dir keinen Aufzug mehr rein, Leute. Ich bin mit ihm einer Meinung. Wann etwa können Rettungsmannschaften hier sein? Ich warte auf keine Rettungsmannschaft, Finnegan. Bis kurz vor Sonnenuntergang war unsere Position gemeldet. Vor 24 Stunden fangen die nicht an, nach uns zu suchen. Moment, heißt das, dass sie frühestens in 24 Stunden nach uns suchen? Könnte ein bisschen zu spät sein, Leute. Viel zu spät in Anbetracht der Tatsache, dass hier überall diese Fischstäbchen herumkrabbeln. Ich glaube, wir können gleich unser Testament machen. Ich sage, wir bleiben hier. Haben Sie einen Knall? Nein. Aber nein, er hat recht. Zu essen gibt's genug. Wir warten einfach, bis sie uns retten. Sie haben recht, das ist die Kombüse für die Crew. Für den Fall eines Brandes nahezu hermetisch abgeschlossen. Wenn die Luken dicht sind, kommt keins von diesen Dingern rein. Du willst doch nicht im Gefängnis landen, Mulligan. Besser als im Magen eines dieser Viecher. Machen Sie, was Sie wollen. Ich gehe weiter. Das ist unsere einzige Chance. Zurück! Die machen uns fertig mit einem Schlag, Mann! Wir bleiben zusammen, Leute. Und zwar genau hier und genau jetzt. Das ganze verdammte Schiff ist verseucht, Finnegan. Du schaffst es sowieso nicht bis zum Boot. Ich bleibe auf keinen Fall hier in diesem Loch. Weg jetzt von der Luke. Ich tue es. Ich tue es. Ich schwör's bei Gott, ich erschieß dich. Und das ist kein Spruch, Mann. Nein, nein, nicht so hastig. Wir werden nicht hier bleiben, Mulligan. Wir bleiben doch. Ich schieße, klar. Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Ich befehle dir, nimm die Waffe runter, Soldat. Mach schon, oder ich blass dir dein Licht aus. Ich habe mal gesehen, wie ein Mann einen Fisch in eine Flasche gesteckt hat. Er hat sie verkorkt, fest verschlossen und einem Baby-Oktopus vorgeworfen. Tja, der Oktopus schwamm immer um die Flasche herum. In circa 2 Minuten hat er den Korken dann aus der Flasche gezogen und den Fisch gefressen. Und die Moral von der Geschichte ist... Wir sind der Fisch. Also, langsam aber sicher sinkt das Schiff. Was ist, wenn Sie nicht rechtzeitig ankommen? Ich habe keine Lust zu ertrinken. Ich auch nicht. Hören Sie, Mulligan. Sie können tun, was Sie wollen. Aber ich werde meinen Arsch jetzt nach oben bewegen. Ich hoffe, dass mein Boot noch nichts abgekriegt hat und geduldig auf mich wartet. Dann wird mich nichts mehr in dieser Gegend hier halten. Was denn? Was ist? Was glotzt dir denn so? Bist du noch was? Du bist ein Nichts! Ah!
schließen die verdammten Luken, die machen die Luken dicht! Sie treiben uns zusammen! Sie zwingen uns dahin zu gehen, wo sie uns hinhaben wollen. Sie sagen, dass diese Dinge denken können? Sie drängen uns zum Bug des Schiffes. Die Frage ist, was ist am Bug des Schiffes? Da geht's zum Frachtraum zurück. Da geht's nach oben. Hey, kommen Sie oder was? Ja, ich bleib direkt hinter Ihnen. Sieht aus wie eine Art Futterkrippe. Das ist eine Sackgasse, würde ich sagen. Wo ist Ken? Und was jetzt? Mann, das hört sich nicht gut an. Was geben wir ihnen zu fressen?
Wir werden sinken. Das heißt, ich sinkt. Eine Insel. Hey, haben Sie das gesehen? Ja, das könnte unsere Rettung sein. Kommen Sie. Dieser kaputte Schrotthaufen ist Ihr Boot? Haben Sie ein besseres, hä? Augenblick mal. Was ist, wenn diese verdammten Viecher da auch drin sind? Das Risiko müssen wir eingehen. Schafft Ihr Boot es ohne die Ersatzteile bis zur Insel, Finnegan? Das können Sie vergessen. Was wollen wir dann auf dem Boot? Vertrauen Sie mir. Ich habe einen Plan. Ich würde dir nicht helfen. Du Arschloch! Müssen auch irgendwo sein. Hast du mich vermisst? Wir vertrödeln Zeit. Geh in den Maschinenraum und schmeiß die alte Lady an. Nachschub! Nicht einmal ein Joey? Ich bin froh, dich zu sehen. Joey, was ist mit deinem Bein passiert? Joey, willst du der Aperitif für die Viecher sein? Schon gut, ich mach ja schon. Gib mir die Teile. Hab sie verloren. Du hast was? Ich hab sie verloren. Du hast was? Ich hab sie verloren. Verloren! Nimm's wie es ist, Joey. Dafür habe ich einen Plan. Auf deinen Plan scheiße ich. Ohne die Teile wird das Ding hier nur ein paar Meter weit fahren. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Und jetzt beweg deinen Arsch. Und Layla? Ich glaube, sie hat es nicht geschafft. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann.
Kaboom! Müsste was werden. Alles klar. Wir haben Sprit für vielleicht 5, maximal 6 Minuten. Danach sitzen wir auf dem Trocknen. Es rührt sich nichts. Komm schon. Komm schon, Baby. Ich weiß, du schaffst es. Komm schon. Ach, verdammt. Finnegan, du musst... Behutsam sein, ich weiß. Komm schon. Ja! Gute alte Lady. Bye, Baby. Komm schon, wir machen eine Fliege. Wiederzusehen. Nein. Also, her mit den Schlüsseln. Ich nehme sie auch mit mir mit. Und was ist mit den anderen? Zum Teufel. Die gehen mit dem Schiff unter, alle Mann. So ist das Schicksal. Und jetzt her mit den Schlüsseln. Sofort. Gib mir die Schlüssel. Verdammter Schweinehund. Geh wieder runter, Maschine, stopp! Warte, bist du verrückt? Stopp die Maschine, Tutsch, nun mach schon! Bist du lebensmüde? Scheiße! Gib mir die Schlüssel, verstanden! Verdammt doch mal! Jetzt noch nie jemanden umgebracht. Nicht absichtlich, ehrlich gesagt. Hier, da sind sie. Jetzt verschwinden sie und lassen sie mich in Ruhe. Geht leider nicht. Ich kann keine Zeugen gebrauchen. Es dürfte interessant werden. Ich bin sogar etwas aufgeregt. Octopussy war das Ding wesentlich kleiner. Okay, ich möchte jetzt gehen. Ja, ich auch. Ah!
Was gibt's denn da zu klotzen? Tucci! Mach die alte Lady flott und dann nichts wie... Finnegan, wo bist du? Zum Teufel, passen Sie doch auf, wo Sie hinschießen! Tut mir leid. Gott sei Dank, Sie leben noch. Selbstverständlich, was dachten Sie denn? Und Sie soll es auch bleiben. Einen kleinen Sprung aus. Wir müssen auf Touren kommen. Festhalten! Ah!
total im Arsch. Wie bist du da, wenn ich dich brauche, Joey? Hey, ich habe ein kleines Souvenir gefunden. Ich fürchte, wir sitzen auf der Insel fest. Hatte ich schon gesagt, was ich will? Ist doch besser als ein kaltes Bier, hm? Finnegan! Ich rette euch! Joey! Tot. Es hätte mich fast erwischt. Kam wie ein Blitz durch die Windschutzscheibe. Ich bin raus durch die Ladeluke. Das Ding hing mir schon am Arsch. Ich bin über Bord gesprungen, geschwommen wie ein Blöder. Das nächste, was ich gehört habe, war Bumm. Und dann hätte mich dein Surfbrett beinahe in zwei Hälften geschnitten. Habe ich zu viel Wasser geschluckt? War das eine Halluzination oder habt ihr eben beide rumgeknutscht? Joey. Aber wenn ihr allein sein wollt, dann mache ich einen kleinen Spaziergang am Strand. Ich könnte ja auch schwimmen gehen, obwohl ich in dieses verdammte Wasser nie wieder reingehen wollte. Joey. Schon gut, schon gut. Ich gehe ja nicht. Ich passe auf euch auf. Eigentlich ganz nett hier. Alles so schön friedlich. Jetzt?